Maxi rüber, nice. Na gut, dann fliegen wir mal. So ein bisschen schneller. Den Gegner lasse ich überhaupt aus. Den auch. Und dann sind wir eh schon an einer Brücke, da wo ich wahrscheinlich wieder landen sollte. Einfach nur um Cutscenes zu sehen. Und so. Also, Cutscene? Keine? Schade. Naja, hoffen kann man ja, oder? Und der Schrein in der Nähe, das habe ich mir gedacht. Einfach weil. Ja. Moment. Ist da gerade Holzfäller-Axt gestanden? Ja. Was ist da? Holzfäller-Axt da. Okay, na gut. Jedem das seine. Weil, ja, Schrein ist sowieso in jeder Stadt. Oder zumindest in der Nähe von jeder Stadt. Und das ist für mich gut genug. Und damit würde ich sagen, willkommen im Dorf der Zoras, wo Zoras wohnen und so. Schauen wir mal, was da so Schönes gibt. Oh, ist das? Oh, hi Prinz Sidon. Was geht? Ich bin hier. Ich habe auf dich gewartet, Link. Komm in Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dir den König vor. Ja, gut, ich komm gleich. Ich sehe aber da einen Schrein und ich würde gern hin. Können wir das nachher machen, den König? Sehr gut. Hm? Ja, das bin ich. Ich bin's, Tariborn. Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, 130, was? Du bist 130 Jahre alt. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Ja, okay. Von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Okay, ja gut, auf zum Thronsaal. Letogan, was ist mit dir? Moment, die kenne ich noch. Ja, du bist doch, ja. Klar, aber genug geredet. Ja gut, ich werde mal da hingehen. So richtungsmäßig. Hi Tembo, Onkel, das ist aber komisch alles. Juliana? So was sehe ich zum ersten Mal. Ja, die kann man von ganz weit weg. Die du. Oh, ja, okay, schön, schön, schön. Okay. Hi, Amol. Amol. Amol? Amol, ja. Gut beobachtet. Sollte mich vorstellen, mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ja, ja, schön, schön. Ist die Statue der großen Mifa aufgefallen? Ja, ein bisschen schon. Also, schaut schon ganz cool aus. Aha, die Statue bildet die große Mifa ab. Sie war einst der Recke der Zoras war. Oh. Oh, sie, okay. Das Auferlegen ihrer edlen Hände heilte sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man. Cool. Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Greise, bis auf einer. So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Mifa am glühendsten verehren. Mehr darüber erfahren möchtest, kannst du sie ja selbst dazu befragen. Sie lebt noch, na cool. Okay, mit dem hätte ich ja rechnen können, aber. Hey. Hi, ich will eigentlich gar nicht. Männer, ja. Schaut aus wie ein Shop, oder? Fischkämmerlein. Was? Link? Oh, ja, Arbeit, Arbeit. Oh, übernachten.
Im Wasserbett der Glückseligkeit. Oh. Ja, da werde ich wahrscheinlich zurückkommen. Für ein Wasserbett der Glückseligkeit. Brief? Oh. Ich frage mal alles. Mhm. Das Ufer der Träume liegt am Zora-Fluss. Wenn man dort einen Brief ins Wasser wirft, dann eine Antwort erhält. Oh, schön, ja. Und du bist... Hi, Fine. Bist du Fine? Mhm. Na, schon gut. Bye, bye. Bis dann, Fine. Cool. Na gut, in dem Fall... Schau noch ganz kurz rechts. Was tut der Garone da herinnen? Ah, da sind wir. Bei einem... Laden. Okay, Glutforelle, ich nehme alles mit. Dankeschön. Frostforelle, cool. Na gut, ich nehme alles mit. Weil ich 20 hab. Hyruleres? Ich hab schon 10. Ah, man kann nie genug haben. Gib her. Ich kauf deinen Laden aus. Spurtfeilchen, da habe ich auch keine Koanzigs. Jetzt war Blume, die an Abhängen wächst. Mhm. Verbesserte Laufgeschwindigkeit, ja, gut. Steinsalz, ja, da habe ich schon ein bisschen was, aber ich würde gern mehr haben. Eispfeile, nice. Sind ein bisschen teuer, aber 100 ist voll okay. Alles, gib alles her. Und Standardholzpfeile. Okay, na, hat sich erst gehört. Was tut der Corona da drinnen? Hi, du schaust eigenartig aus. Ja, Agiput. Nicht viele, okay. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Wenn mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf den Grund des Stausies. Oh, verstehe schon. So, so, der Hylianer, wegen dem wir unsere Miefe verloren haben. Läuft also hier herum, als wäre das nichts. Was willst du hier? Waffenschmiede. Was machst du hier? Lanzen reparieren. Lanzen? Oh. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht hierher zu kommen. Jetzt tauschen ab. Okay, bye. Ah, interessant. Okay, der Laden ist einmal leer gekauft. Das ist ein Anfang. Und ja, schauen wir mal zum Schein. Sportlotus. Und um einen Schrein einen Haufen Sportlotus. Und eine Ausdauerkrabbe. Nice. Stimmt, von denen könnt ihr ja vielleicht ein Bo. Azora Großschwert. Ah, okay. Ja, dann hört es mir noch auf. Ist gerade im Moment das Bessere. Na gut, Warp Point freischalten. Und ja. Dann schauen wir mal. Okay, damit würde ich sagen, willkommen beim Neji Yoma Schrein. Heben und senken. Aha, verstehe schon. Ja, na, schaut simpel aus. Also, vorerst. Da soll ich einen Stein hinbringen. Aha, da kann ich alle Stasis. Und ich kann mit ein bisschen Kryo-Modul arbeiten. Okay. Aber da brauche ich wahrscheinlich nicht nur irgendeinen Stein, sondern einen besonderen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da oben ist er. Okay. Und wahrscheinlich ist es also, wenn ein Stein sowas berührt, das testen wir gleich, dann wird es zerstört, oder? Na. Okay. Wenn es mit Gewalt berührt,
Ah, nicht. Okay. Naja, ich muss auf jeden Fall mal darauf hier, also gar kein Thema. Okay, Schatztruhe Nummer 1 ist Anfang. Mit. Uach, Zora-Lanze. Muss das sein. Okay, gut. Gleich los werden. Das geht auch überhaupt nicht. Aha, da komme ich nicht hinauf. Interessant. Ah, muss ich? Von der anderen Seite? Nein. Moment, wie komme ich da jetzt echt auf? Muss ich gehen? Oh, ich kann gehen. Ups. Ah, mei. Hilft ja nichts. Na gut. Oh, und da kann ich nicht direkt. Aha, aha, verstehe schon. Ja, passt. Ja, ich verstehe schon, wie das funktioniert. Okay. Könnte simpel sein, muss aber nicht simpel sein. Okay, das kommt dann da oben und dann da. Aber ich muss da unten auf jeden Fall aufhalten. Okay. Ich könnte mir mal das. Was ist das? Zerstören? Zerstören. Dass ja nichts passiert. Weil der Block, der ist gerade mein Lifesaver. Passiert eigentlich. Aha. 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 Okay. Na, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube zu verstehen. Oh no. Genau so, oder? Oh no, oh, shit. Stopp. Kann ich es noch retten? Ist die Frage. Ah, gerade nicht, gell? Ah, ich glaube nicht. Es ist die zweite unten. Obwohl. Womöglich doch. Aber das wäre jetzt einen unglaublichen Trickshot benötigen. Verdammt. Oh no. Stopp! Ah, dang it. Okay, hat nicht so gelaufen, wie es mir vorgestellt habe. Ah, okay, na, das ist schwieriger wie erwartet. Okay, mal alles resetten. Tut mir vielleicht einfacher. Aus dem Steine haben wir aufgehört. Hm? Perfekt. Mhm, verstehe schon.
Ja, das kriegen wir noch hin. Ist kein Problem. Na, komm. Da, perfekt. Sehr gut. Okay, na, funktioniert. Vielleicht mit Glück. Okay, und das sollte dann da stehen bleiben. Wo ich dann ewig Zeit habe. Sozusagen. Okay, schauen wir uns mal um. Okay, das kommt dann da her, rollt darüber. Ja, passt. Oh, Moment, geht das überhaupt? Jetzt muss ich was testen. Aber wobei, fürs Testen bin ich ja schon später. Ja. Aha, das geht also nicht. Dann halt ihn den da einmal fest. Ah, oh, das ist sogar verdammt gut, wenn ich ihn da festhält. Weil dann kann ich ihn da drüber hieven und damit hätte ich es dann geschafft. Wenn ich eventuell nochmal Stasis machen muss, dann mache ich es. Ups. Lieber warten. Habe ich einen Fehler gemacht? Ist der Stein drinnen? Jetzt muss ich nachschauen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oh no. Okay, ich habe es aber gesehen, wie das funktioniert. Ich mache das einfach nochmal. Au weh. Au weh. Okay, und damit würde ich sagen, ich glaube, ich habe es geschafft. Gott, das war tedious, wenn man... Ach, okay, hilft ja nichts. Geschafft ist geschafft und... Ja, da. Okay, sind wir wieder zurück im Dorf der Zoras. Wo muss ich eigentlich hin? Wahrscheinlich da rundherum und auf. Irgendwer hat mir geschrien. Hey, willkommen. Ja, ich war schon im Shop. Ich habe euch leer gekauft. Da gibt's nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, auf zum größten. Ja. Oh. Ha! Mifa, sieht mich an. Hört meinen Schwur. Ich werde Varuta in Stücke schlagen. Hi, Sigon. Ja. Hi. Du bist Link. Rache für Mifa. Wovon redest du? So willst du mal so kommen? Oh nein, du lässt mich nicht täuschen, Recke Link. Versagt hast du. Ja, ich weiß. Dieses Mal wird's besser laufen. Ja, nur wenn ich einen Elektropfeil mitnehme. Ja, den brauche ich. Jawohl, wahrer Router zu besänftigen. Das wäre kein Problem. Ist sowieso mein Ziel, also. Ja, machen wir das. Ist aber. Na, ein nettes kleines Städtchen. One Shop vermisse ich zwar noch, aber. Den werden wir schon noch auftreiben. Oh, ist das Personen? Ah, oh, das sind Schlafgemächer. Das sind Schlafgemächer? Na Wahnsinn. Ah, interessant. Na gut, wir sind mitten in der Nacht da, also ist das schon irgendwo verständlich.
Oh, ist das? Ja, das ist eine Statue. Ja gut, ich habe genügend Dinge, also ich erbitte keine Herzen. Na, weißt du was? Ich erbitte Ausdauer. Ja, einen. So sei es. Oh, so schaut das aus. Okay. Bist du ein Ding? Wie nennt man das? Tropfen? Ja, so ein Tropfen, ja. Ah, verstehe schon. Ja, könnte da interessant sein. Länger laufen. Auch wenn nur ganz ein bisschen. Aber ich glaube, das Dorf der Zauberer ist somit geschafft. Und nächste Folge werden wir mit diesem, ja, König reden. Der schaut schon sehr verdächtig groß aus und so. Aber ja, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und...